cabin. Private hill from a mile. Like a newborn child. Wish I was a headlight on some western train. Riding by, as he went riding. Das ist der Moment, wo wir hier überfahren oder sozusagen führen, weil es ist der Zeit. Live bei uns im Studio, der Dimitri Howald hat sich parat gemacht und eingerichtet und es hat vorher schon sehr, sehr schön getönt und wir freuen uns sehr fest, ist er bei uns. Hallo Dimi, sag mal Hallo. Ciao Urs, ciao. Hoi, jetzt müssen wir da noch ein bisschen bremsen auf dem Mikrofon, das ist aber unser Problem so. Ich stelle dir schnell vor, für die, die noch nie von Dimitri Howald gehört haben, leider, muss man ja sagen, der Dimi, Musiker, der mit verschiedenen Projekten unterwegs ist, vielleicht die, wo man, wenn man sich ein bisschen damit hat, auseinandergesetzt, schon gehört, Ilya, das Dimitri Howald Trio und Howald. Und vielleicht kannst du heute schnell etwas dazu sagen, wie du die verschiedenen Sachen auseinander hast. Ja, das kann ich gerne machen. Mein Solo-Projekt ist Howald und das ist auch das experimentellste von allen. Und in dem lässt die Grenzen aus, also musikalisch gehe ich da am weitesten Weg von dort, wo ich eigentlich komme. Ich komme aus dem Jazz eigentlich. Und das Trio und Ilya sind auch beides Jazz-Projekte. Mit eigenen Kompositionen und Howald
sind auch eigene Kompositionen, aber es hat Einfluss von Ambient, Rockmusik, Popmusik, nicht zuletzt auch Jazz und Improvisation und Noise, Post-Punk. Also ja, es kommen sehr viele Einflüsse zusammen. Oder gehört jetzt, der Dimitri, der ist eigentlich aus dem Profi-Ecke, aus dem Jazz. Und also das Letzte, was ist rausgekommen unter deinem Howald Einzelprojekt, war das Industrial Plants. Gewesen. Das ist vor 2 Jahren, stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf? Das ist 2019, ja. Das ist das rausgekommen, ja. Und da hat es eine kleine Zäsur gegeben, letztes Jahr, wenn ich es richtig habe mitverfolgt, Releases für Ilja. Und das nächste Howald ist jetzt aber quasi in Warteschlaufe. Das ist richtig, genau. Ja. Sag schnell, wenn das rauskommt und wo? Das kommt, hätte ich eigentlich gerne im März rausgegeben, habe aber den Release verschoben, weil man ja noch nicht können spielen konnte. Und das Album kommt jetzt im September auf Blau Blau Records raus, zusammen mit einem Film zum Album. Super cool, ja, ich würde sagen, wir reden nachher nochmal hurti über das Album und haben es dann auch in die Kamera. Das ist übrigens auch der Moment, wo ich euch kann sagen, wir sind live auf dem Stream auf YouTube. Dort gibt es den Radio Rabe Stream und dann seht ihr hier auch ins Studio rein und könnt jetzt die Augen zulassen. Wir freuen uns sehr und wir würden sagen, oder ich würde sagen, wir gehen mit dem Howald, der das erste Mal von den neuen Stücken spielt, auf dieser Scheibe, wo der ganz bald kommt auf Blau Blau. Merci vielmals, bist du da, Dimi. Merci dir.
Dankeschön. Der Dimitri Howald live bei uns im Studio am in Solbruchstelle. 25 Jahre Radio Rabe. Und wir haben das Glück, hier ein bisschen Live-Musik zu veranstalten. Und das am Morgen früh. Das ist wirklich eine wahre Freude. Ich würde sagen, wir hören noch mal einfach ein bisschen weiter und reden dann mit dem Dimi in der zweiten Zäsur. Bis um 5 vor 11 ist es hier live auf der Antenne. Schön seid ihr da übrigens, die den Weg ins Studio haben gefunden. Und noch ein Merci an alle, die helfen, schon so früh an Technik und überall sonst im Haus. Dimitri Howald live bei uns am Mittwochmorgen.
Dimitri Hobald live im Studio hier Sollbruchstelle. Und ich würde sagen, schnappt er nochmal das Mikrofon. Der Dimitri Hobald ist bei uns mit einem neuen Stück von einer Platte, die noch gar nicht draußen ist, aber er hat sie dabei. Nimm doch die dort schnell unter dem Tisch vor. Genau, ich kann die schnell zeigen. Da. Die sieht so aus. Wunderbar. Wunderbares Cover von Nicolas Schmid, Fotograf aus Bern. Und raus kommt es bald auf Blau-Blau Records. Du hast vorhin gesagt, datummässig hast du es schon wieder vergessen. Genau, Mitte September kommt es raus auf Blau-Blau Records. Zusammen mit dem Film und zusammen mit einer Kinotour. Unter anderem im Rex zu Bern wird es getauft. Sehr schön. Und für die, die erst zugeschaltet haben, der Dimitri mit verschiedenen Projekten am Arbeiten und am sein Leben bestreiten. Hobald ist vielleicht das Expressivste, was du machst. Das letzte, was rausgekommen vor 2 Jahren, Industrial Plants auf einer Kassette. Das jetzt, ich habe ja schon durchhören. Das neue Album, hat mich gedacht, ist ein bisschen introspektiver. Du bist ein bisschen, wie soll man sagen? Vielleicht musst du mir sagen, wie setzt du es ab zum Industrial Plants? Ich sehe es als rechten Kontrast zum Industrial Plants. Industrial Plants ist für mich sehr düster rausgekommen und so wirklich so mit diesen Drum Machines, die sehr im Vordergrund stehen. Und das Album, das neue, ist eher eine Weiterentwicklung von dem. Hat immer noch die Drum Machine Elemente drin, wie ihr jetzt so gehört habt, sicher, wo ich die Songs gespielt habe live. Aber es ist vielleicht heller und vielleicht auch ein bisschen mehr Upbeat als Industrial Plants und hat auch mehr Improvisation, hat auch mehr Jazz-Einfluss sicher und hat auch einen grossen Einfluss von brasilianischer Musik. Das hat auch damit zu tun, dass ich das in letzter Zeit viel gehört habe. Und ich sehe es als Weiterentwicklung, aber es ist ziemlich kontrastmässig. Steht es im Verhältnis zu Industrial Plants. Genau. Industrial Plants zum Nachhören auf Bandcamp und irgendwo gäbe es auch noch die Kassette zu erstehen. Genau, die gibt es noch. Ja. Beispielsweise mal beim Serre vorbei im Record Store. Warum nicht? Ich würde sagen, wir hören jetzt noch, wir haben noch ein bisschen Zeit und werde ich natürlich nicht vergüten. Nochmals merci und hure schön. Freue uns natürlich sehr auf deine Live-Tour und auf alles, was da kommt im Kino und auf diesen Kanal, der uns zur Verfügung steht. Dimitri Hobald, hit it! Thank you.
Merci vielmal. Merci dir, Dimitri Howald, mit Howald, so ist das. Und ihr habt gehört, das kommt bald im Herbst mit dem neuen Album, mit Film, mit diesem und jenem. Ihr könnt ihm folgen, sag schnell, wo man dir kann folgen, wo man am meisten mitbekommt, wie und was das mit dir geht und weitergeht. Am besten auf meiner Webseite dimitrihowald.ch oder Instagram Howald oder auch Dimitri Howald, beides möglich. Sehr gut, sehr gut. Ein riesengroßes Merci, wunderschön gewesen. Stimmt, wir haben die neue Scheibe einmal noch zum Verlosen, zum Verschenken, bevor das die überhaupt irgendwo draußen ist. Ein einziges Mal. Ein halbes Jahr vor dem Release. Das ist ja eine hohe Möglichkeit. Schreibt uns ein Mail studio@rabe.ch. Ich würde sagen, first come, first serve für die Scheibe. Merci. Yes, merci dir. Und an dieser Stelle sagen wir auch tschüss, der Benni und ich, weil im Studio am Randweg geht es jetzt mit dem Info weiter und eine gewisse Latenz, ein Umschalten. Können wir nicht ausschliessen, ja. Das wäre genau. Bis das geht. Ja, am Randweg geht es jetzt mit dem... Sehr schmäh, da schon Zecho. Voilà. Hier im Studio nehmen wir noch damit Willy Wright. Right on for the darkness. Alle die da sind, hören. Merci. Und jetzt müssen wir einfach mal ein Lungenbrötchen. Tschüss zusammen. Mikrofon für euch, der Benni. Und der Urs. Macht's gut. So, die nächste Woche. Ist okay. Wieder aus dem Randweg. Studio. Simple thing is to hit.